Jo und ein herzlich willkommen zurück zu Dying Light, liebe Freunde. Und ich bin wieder der kleine Crow LP. Ja, letzte Folge. Ich wollte hier irgendein Ventil aufmachen, auf alle Fälle. Ihr habt es ja selber mitgesehen, mitgekriegt und angeschaut. Und wir kommen da aber nicht drin, weil da so ein scheiß Stacheldraht überall ist. Ich habe immer noch keinen Plan, wie man das am besten machen sollte. Ich komme ja hier nicht runter. Ich kann ja nicht mal an so eine Stange hochklettern. Das ist ja. Ich weiß auch nicht, ob das Tor hier aufgeht. Nee. Doch hier. Aber man kann es nicht öffnen. Du bleib liegen. Kai, sei du sollst liegen bleiben, Mensch. Ja. Ah. Der Hammertyp. Ich weiß nicht, wie. Ich kann doch da nicht rinspringen, Alter. Doch, okay, da sind, da sind ja so eine. Na? Sag doch mal. Und hier sind wir der Spucker auch. Oh, hau ab. Arsch. Boah, da sind schon wieder so viele Zombies. Ich raste aus. Der Kacke, ey. So. Nein! Das hat uns erwischt. Komm, steh auf, steh auf, steh auf, steh auf, steh auf. Alter, schon wieder erwischt? Komm, steh auf, steh auf, steh auf. Ach, ne, wir können ja auch nicht weg, wenn da das scheiß Gitter im Weg ist. Ja, und der spuckt jetzt auch noch. Auch nicht schlecht. Alter! Das gibt's doch nicht, dass der uns jedes Mal trifft, Alter. Diese Kackwurst, ey. Oh, leck mich doch an eine Rosette, Alter. Du bist so scheiße, ey. Das gibt's ja nicht, ey. Du bist ein richtiger Penner, ey. Du Kacker. Wir kriegen schon wieder die Hucke voll hier. Du bist ein Scheißer. Geh doch mal Enkel. Tot, Alter, der Dieb's doch, Jani. Wie viel hält denn der aus? Na, endlich. Ich dachte, der ist ja nicht mehr tot. Du Penner, Alter. Genauso wie der Spucker, ey. Ich hoffe, dass er uns jetzt hier das machen lässt. Ohne dass er uns schon wieder anspuckt. Immer vom Weiten hat er uns immer angespuckt. Da, schon wieder. Mach hin, Digga. So, das hätten wir jetzt. Jetzt müssen wir bloß noch irgendwie rauskommen, ja? Ich weiß bloß noch nicht wie.
Immer da hoch. Ah, okay. Hier hoch. Ja, ein HP. Hast rein, das hat gut geklappt. Nämlich ja nicht. So. Jetzt müssen wir bloß noch eins reparieren. So, wir sind erstmal in der Safe Zone. Können wir erstmal kurz higher machen. Damit den Sagi wieder voll ist. Alter, der Dicke. Der regt mich richtig auf. Aber egal. Was soll ich drum? Scheißen wir drauf. Ah, wir haben auf alle Fälle einen neuen Fähigkeits-, nee, Kampfpunkt gekriegt. Da müssen wir gleich nochmal rinkicken. Wo war denn das? Was ist das denn? Stufe Legende? Nächste Stufe 10.000? Legende? Was ist das jetzt für eine Stufe? Legendenstufen werden erst verfügbar, nachdem sie mindestens einen ihrer Fertigkeitsbäume vollständig aufgebaut haben. Uhu! Da ist ja noch richtig viel Arbeit. Kraftangriff. Ein kräftiger Schlag der ersten ernste Schäden zufügt, aber mehr Ausdauer verbraucht. Ey, ich brauche erstmal mehr Ausdauer. Wenn sie dieselben Gegner mehrfach treffen, erhalten sie jedes Mal einen Chance-Boost. Ja, das ist ja schon mal besser. Was ist das? Ground Pound. Ein kräftiger Schlag. Beam bringt ihre Feinde zu Fall. Drücken sie zum Ausführen Kreis, während sie in der Luft sind. Wir machen erstmal das. So. So, Energie haben wir. Jetzt müssen wir noch zu dem anderen. Der ist wie lang, wie weit ist denn der entfernt? So, hier kann man was einsammeln. Bodenplatte. Nagelbrett, das können wir gleich verwerten, weil das kann niemals viel Schaden aufgeben. Genau. Wollte ich schon meinen. So ein Dreckszeug, ey. Kann man überall irgendwas aufsammeln? Hier war doch noch irgendwas. Eine Schaufel. Wir haben eine Schaufel. Wir brauchen keine Schaufel, wir brauchen Verbandszeug, Mullen und alles sowas. Aber dafür müssen wir wahrscheinlich so eine Sunny-Kasten. So ein. Na, sag doch mal, wie heißen denn die Dinger? Krankenwagenautos. Genau. Heißen die Krankenwagenautos? Ach, keine Ahnung. Ja. Irgendwie so heißen die auf alle Fälle. Na, ihr wisst schon, was ich meine. Da, wo man die Verletzten rumtransportiert. Ja, das hatte ich auch schon ein paar Mal. Oh. Ja, die alte Hure. Oh, ich habe doch gerade getreten, das verstehe ich echt nicht. Manchmal ist es komisch. Wo ist er denn? Ach, wieder so einer, ja? Alter. Ja. Danke. Danke, danke. Die sind tot. 100, 800 Punkte verloren. Richtig cool. Haben sie sich erst vor kurzem verwandelt und zeigen deshalb noch menschliche Reaktionen. Lassen sie sich davon aber nicht täuschen. Sie sind brutal, schnell und tödlich. Virusträger, okay. Ah, das sind ja die Runners. Die nenne ich ja immer Runners. Wow, wie weit sind wir jetzt entfernt? Ach, 82 Meter geht ja noch. Ja, steh auf. No. Du Arsch. Du stinkst. So. Soll mal gesagt werden hier. Dass auch immer alles voll ist von die Kacke, ja? Das regt mich richtig auf ein bisschen. Los, komm. So. Wenn ihr schubst. Müssen nur ein bisschen erstmal die Autos abchecken. Nicht drin.
Nicht schlecht. Hä? Ah, weil ich die Marke neu setzt habe. Wir müssen da hinten hin. Da hinten ist schon wieder so ein Runner-Typ. Oh, die regen mich ja so auf, ja. Man kann sich ja auch nicht... Ich weiß nämlich auch ja nicht mehr, wie das mit dem Ducken war. Oh, nur Geld, Alter. Wir brauchen kein Geld, wir brauchen Molen. Ich brauch... Und ich hasse das doch, wenn das hier alles immer schreit. Ah, da ist nämlich einer. So ein Kacker, ey. Wir müssen aber da irgendwie runter. Der sitzt da unten, die Sau. Da ist er. Das ist mir doch egal, ob ein Überlebender getötet wurde. Mann, Alter. Die sind sowas von ätzend, ja? So. Die sind sowas von dreckig und hässlich und eklig und stinkender Kacker und alles. Ach, die sind sowas von scheiße, ey. Mann, Leute, ich brauche Molen, Alter. Und ich brauche irgendwas hier, um zu reparieren. Und ach, ich brauche so viel. Boah, was ist denn da los? Natürlich ist es zu. Wie soll es anders sein? Wie soll es wohl anders sein, wenn alles zu ist? Ja, ist okay, ein Versteck. Ah, scheiße. Warum leuchtet eigentlich meine Taschenlampe? So, 7 Stück haben wir davon noch. Hä? Ach, haben wir den gleich kalt gemacht? Oh, nicht schlecht. Junge, ich brauch Mulden. Muldenbräuk. So, wo müssen wir hin? Ach, da klettert einer hoch. Da ist das Feuer gewesen. Muss irgendwo da hinten sein, ne? Und irgendwie bei der Unterführung, hat er erzählt. An dem Feuer werden wir nicht vorbeikommen. Falls jemand eine gute Stelle weiß, wo man viel Molen und Binden und Alkohol und sowas finden kann, kann er halt immer gerne sagen, hier ist nämlich alles zu. Polizeiauto ist auch leer. Lauter Zombies. Ach man, wir müssen hier runter irgendwie. Ach so. Ne, brech mal lieber ab. Das ist mir irgendwie... Hört sich scheiße an. Ah, da kommen sie nämlich schon.
Ach. Ja, wenn die immer mit einem Schlag kaputt gehen würden, dann wäre es richtig cool. Und da kommt noch jemand. Der will schon wieder knutschen. Fress das, Junge! Fress meinen Maurerhammer hier! Du Affen! Na, nun geht doch endlich mal tot, ey! Ich trete den in die Sicht! So, wartet jetzt. Alter Scheiße, schon wieder so viel kalt immer. Und irgendwas kommt hier schon wieder. Nee. So, erstmal hier rüber. Ach, du bist hier. Hau doch nicht ab, Junge. Hau doch nicht ab. Was ist denn los mit dir? Hm? Ja, kommt davon. So, jetzt machen wir das Ventil und dann müssten das doch eigentlich alle Ventile gewesen sein. Ich hoffe doch mal. Ja, so. Puh. Also Leute, hier ist schon wieder was los, ja. Ich hab nichts mehr zum Schlagen. Alles ist kaputt. Außer der Schlagstock. Den Schlagstock kann ich auch noch reparieren, aber sonst wartet. Da ist irgendein Signal noch. Was ist das? Zufällige Begegnung. Okay. What? Kletter doch hoch hier, Digga. So. Hier waren wir doch schon. Ach, stimmt. So, jetzt müssen wir zu den anderen Typen wieder. Das ist ein bisschen entfernt, da müssen wir ein bisschen rennen jetzt. 114 Meter, der Täter noch. Ja, ich kann jetzt nicht machen. Ich muss jetzt erstmal hier machen. Alle Polizeiautos? Ja, runterfallen möchte ich jetzt nicht. So, alles offen, die ganzen Kofferraum. Ich will doch einfach nur ein bisschen Mulde und ein bisschen Alkohol. Kann mir doch keiner verwehren. Alles leer, Alter, die haben alles ausgeraubt. Gut, okay, hier kann ich runter. Hier wird funktionieren. Nein, wieder so ein Spucker. Hä? Hä? Was hat uns denn jetzt getötet? Ah, wir verlieren immer die Überlebungspunkte. Das ist doch voll kacke, ey. Entschuldigung, bisschen schnuppen. Wo ist er? Hä? Oh nein. Wo sind wir denn jetzt? 130 Meter entfernt.
Der ist ja fertig. Der Junge ist sowas von fertig, ey. So, vielleicht schaffen wir noch da nochmal hin. Auf alle Fälle ist irgendwas explodiert. Ich denke mal wieder so ein Infizierter, der explodieren tut. Den man eigentlich mit so einem Messer kalt machen soll. Da unten steht da schon wieder irgendwas. Sag ich da. Ist da schon wieder alles voll mit den Typen. Hier ist wirklich alles voll. Alles voll. Guckt doch mal, Leute. Alles voll mit die. Mit so eine Armeetypen oder sowas. Das schaffe ich nicht. Da kann ich machen, was ich will. Ich muss hier auf alle Fälle irgendwie in die. In den Käse hier drin. Wie komme ich da jetzt am besten rein? Ist da irgendwie runter? Öffnen Sie die primäre Verteilungsschleuse. Ja, du bist lustig. Du bist lustig, Junge. Das ist da unten drinnen, bei dem Dicken. Bei dem Dicken wieder. Muss hier irgendwie rennen. Muss da irgendwie rennen. Vielleicht kann ich die so kalt machen. Aber das sehen wir erstmal wieder in der nächsten Folge, meine lieben Freunde. Die Folge ist leider wieder schon zu Ende. Wir sind mittendrin. Ich weiß auch immer noch nicht, was mit den Pflanzen hier auf sich hat. Toxische Flechte. Okay. Naja, mal sehen. Seid auf alle Fälle wieder dabei, wenn es heißt Dying Light. Ich bin raus und ciao.